sind. Wir Bauern leben immer mit den Jahreszeiten. Und ich bin immer ganz glücklich, wenn ich den 1. November habe, dann habe ich Halloween hinter mir. Aber am nächsten Tag heißt es dann Eisbahn aufbauen. Aber das funktioniert auch nicht immer so reibungslos. 10, 14 Tage brauchen wir für die Hütte aufzubauen, für die Eisbahn zu legen. So am 13., 15. November erwarten dann meine Mitarbeiter von mir, dass wir Eisbahneröffnung machen können. Ja, klappt aber nicht immer, ne? Und die Kinder warten dann schon und wollen auf die Eisbahn. Und da haben wir eben unterschiedliche Veranstaltungen, eben für die Kinder, die Schlittschuh laufen wollen, Eisprinzessin sein wollen und dann eben für die Abendveranstaltungen, wo man dann Eisstockschießen macht. Ja, wir haben mehrere Firmen, wo dann die Geschäftsführer oder die ihre Mitarbeiter am besten kennen, einzelne Gruppen bilden und die müssen dann gegeneinander spielen und wir hoffen dann immer, dass eine große Stimmung kommt mit ein bisschen Musik, ein bisschen farblichen Lichtern, ist so eine schöne Sache. Und damit sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, aber es braucht immer eine lange Anlaufzeit. Und Firmen feiern ist was Tolles.